Oh yeah, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play. Hier war Teil 2, wo wir zurück sind und ich anscheinend eine sehr einfache Idee habe. Ich habe mich, glaube ich, bisher auf der Oberwelt noch nicht wirklich umgeguckt im Vergleich. Ich glaube, da oben kann man da auch noch nach links. Ja, da kann man auch nach links. Sag ich doch, Dummkopf. Oh, wie sieht denn die Lichtung aus? Wir sollten uns einfach mal hier ein bisschen mit der Erkundung, glaube ich, ein bisschen setzen. Aha. Scheint ja heutzutage echt nichts mehr zu sein. Okay. Okay. Da scheint echt nichts mehr zu sein. Ah. Aber wir waren schon mal hier. Das ist schon mal recht wichtig. Nämlich haben wir schon mal wenigstens eine Sache. Wir müssen. Genau, hier sind wir nicht entlang gegangen. Warum auch immer. Pyramide des Propheten. Ah. Haben wir doch was. Da hätte ich vielleicht hingehen sollen. Dann würde ich das ja wissen. Es regnet hier sogar. Was? Der große Zerstörer wird euch alle strafen. Oh, hier ist es. Was ist denn los? Nee, nee, nee. Womit habe ich solche Nichtsnutzer nur verdient? Nee. Nun, will denn niemand das hier für mich öffnen? Wir haben niemanden rufen lassen, ehrenwerter Prophet. Nee. Er wagt, es mich hier schmachten zu lassen. Ah, endlich! Ich sollte dieses Mechanismus schleunigst überarbeiten. Aber es ist die sicherste Methode, meinen kostbaren, ach so kostbaren Zeitstein zu schützen. Aha! Da haben wir es doch. Krass. Oh, hier ist er. Jemini. Scheint ja richtig abzugehen hier. Und hier bist du rum. Versuch bloß nicht, die Pyramide hochzuklettern. Sie ist so schlüpfrig, dass noch nicht mal die berüchtigsten Ninja-Hörnchen es bis nach oben geschafft haben. Ins Innere müsste man sich aus der Luft Zutritt verschaffen. Doch ohne Flügel lässt sich das nicht einrichten. Wie man so schön sagt, wenn Menschen fliegen. Ja gut. Wenn Menschen fliegen würden, dann, naja, gäbe es weniger Stau. Naja, wobei es gibt dann wahrscheinlich mehr Unfälle, weil alle dann plötzlich rumfliegen und dann, ne? Wer bist denn du? Ich bin hier, um den Anhänger beizutreten. Die Novizenausbildung ist echt schwer. Man muss ziemlich viele Fertigkeiten lernen. Ich bin nicht sicher, ob ich das schaffen werde. Ach, wir dürfen, weil wir haben ja schon die Grundausbildung da, glaube ich, durch, oder? Die Zahl 5 hat mich schon immer fasziniert. So richtig fasziniert. Es ist eine ganz besondere Zahl, findet ihr nicht auch? Sie taucht überall auf. Ja, ist zum einen die Geschichte von den kleinen 5 kleinen Schweinchen. Geschichte von den 5 Musketieren und natürlich die 5 Schlüssel, die der große Zerstörer sammeln muss, bevor er die Welt in Schutt und Asche legt. Ausgesprochen merkwürdig. Warum 5? Ja, warum nicht 3, ne? Warum nicht 3? Pure Zerstörung. Oh. Hat er unten rumgeguckt, unser Typ. Und sag, er darf da unten rumgucken, wir nicht. Meine Güte. Den Zeitstein zu berühren war schon immer mein Traum. Diese Ehre gebührt aber nur den Propheten. Der größte Schatz wird an der Spitze der Pyramide sicher verwahrt. Glaubt ihr, wenn man ihn berührt, dass man... Kann man mit dem großen Zerstörer kommunizieren? Wir werden sehen. Wohl eher nicht das, sondern man kann... Naja, was machen? Sagen wir es mal so. Wollt ihr die Prüfung für Novizen ablegen? Also gut, hört euch meine Frage genau an und wählt die korrekte Antwort. Der große Zerstörer war das erste Omen für die Vernichtung der Welt. Was wird wohl das zweite gewesen sein? Heuschreckenflagge, Sintflut. Ganz genau. Deshalb haben wir die Pyramide errichtet. Damit wir alle überleben, wenn die Welt überflutet wird. Auch die Novizenausbildung ist noch nicht abgeschlossen. Sprich mit den anderen Professoren, um die Prüfung fortzusetzen. Wollt ihr die Prüfung? Okay, machen wir. Also gut, hört euch an. Bevor er die Welt vernichten kann, muss der Großzerstörer etwas tun. Und das wäre... einen Schlüssel finden. So. Der letzte. Also gut, hört euch meine Frage genau an. Ne? Das große Auge ist das Symbol des großen Zerstörers. Es ist in unserem weltvollsten Schatz graviert. Was ist das für ein Schatz? Gemacht. Der Zeitstein wird tatsächlich an der Spitze des Pyramide. Ja.
Gratuliere, ihr habt die Prüfung für Novizen bestanden, doch das ist erst der erste Schritt. Um Einhänger zu werden, müsst ihr ins Sturmtal gehen und ein Alpha besteigen. Im Gipfel des Alpha müsst ihr einen ganzen Tag lang vor unserem Symbol, dem großen Auge, meditieren. Erst dann seid ihr bereit, den Anhängern beizutreten. Okay. Also geht's woanders hin. Hab ich halt nicht geblickt, dass es hier rüber geht. Ich Dummkopf. Ah. Irgendwie dachte ich nur, es würde sich alles da drüben nur rumscheren, ne? Schnockkopf, ich habe auch damals hier nicht mal in einer anderen Vergangenheit hier rumgeguckt, ne? Oder Zukunft oder wie auch immer. Welche Zeit das auch immer ist. Naja. Gehen wir einfach weiter. Sturmtal, hallo, ey. Haben wir hier wieder Sturmtal? Das heißt, wir müssen ganz nach oben erklimmen. Was steht denn hier? Ah ja, genau. So. Ah, jetzt dürfen wir hier durch. Ist klar. So. Im Gipfel des Alphas. Außerdem gibt es in der Ecke so ein altes verrostetes Dings da. Sieht aus wie eine Art Maschine mit Flügel. Komisch, oder? Ich frage mich, wofür es gut war. Hä, wir dürfen noch durch. Wir müssen noch in Sturmtal. Nur jene, die. Ah, wir sind eine neue Vize, ja. Er hat mir gesagt, ihr würdet kommen, um eure Ja, genau. Danke. Dachte schon. Nehmt euch in Acht, den Alpha zu besteigen ist ausgesprochen gefährlich. Schließlich wollen wir keine schwachen Anhänger haben. Nur die Besten verdienen sich einen Platz in der Welt nach der Vernichtung. Alter, das sich schon anhört so. Hauptsache sich einen Platz sichern, das ist doch voll unrealistisch. Naja, haben wir das wieder vor uns. Ach, das sind die Gegner. Auch nicht. Was? Kann man die überhaupt noch zerstören? Ich will es gerne mal ausprobieren, damit ich wenigstens Bescheid weiß. Ah, so geht's also doch. Die einfache Dings, das reicht dann schon. So, da waren nur ein paar Stacheln. Alter, wie lange die das aushalten. Unglaublich. Was? Das sind wirklich ungefährliche Spitzen. Ja gut. Sieht man natürlich auch gar nicht so extrem. Ah, da braucht man eine normale Dings. Ja. Na gut. Jetzt weiß ich wenigstens Bescheid. Das ist ja das Wichtigste daran. So. Anscheinend gefährliche Stacheln. Alter. Sehen, was wir hier so haben. Auf jeden Fall nice, mal wieder eine 2D-Passage vor sich zu haben. Ah, weil ich wieder unten drunter war. Also, ist aber auch echt dumm manchmal zum Teil da. Was kann ich dafür, dass es genau da so... Was heißt denn praktisch? Es kommt halt einem so vor, als ob man da so leicht sterben kann. Also mir zumindest. Das ist ein bisschen komisch. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein, dass es so einfach gehen sollte. Finde ich. Na gut, vielleicht ist das von dem Game eine andere Meinung. Soll mir auch scheißegal sein. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ein bisschen hängerisch, wie man sieht. Der das aushält. Das ist krass. Das ist bestimmt ein bisschen blöd gemacht, ne? Müssen wir auch mal so sagen. Zu meiner Verteidigung. Egal wie dumm ich mich
anstelle. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass hier ein bisschen dumm ist. Yeah, level up. Ach, jetzt haben wir auch ein Level up. 2, 3. Das ist natürlich gut, ein bisschen Level up zu bekommen. So, haben wir mehr Verteidigung. Bla bla bla. Sollte alles passen. Immer diese Stacheln einen sofort umbringen. Das ist schon ein bisschen sehr extrem. Dadurch. Auch mit dich zerstören. Lass mich hier sein. In ganzer Ruhe da sein. Heieiei. Ich weiß nicht, warum das so. Grüne Pumpe. Boy. Keine Ahnung, ob sie uns was bringen wird. Ja gut. Ja, wenigstens auf der einen Seite habe ich das. Das Jump'n'Run muss ja sein. Ist zum Glück auch kein Problem. Eher passen. Was haben wir denn da oben denn? Da können wir so entlang springen, okay. Schön unterschiedliche Wege, aber. Oh. Achso, ich bin da. Ach so. Das ist schon ein bisschen mies. Ach, ich darf da nicht besonders drücken. So geht doch. Ah, ich komme da nicht mal unten runter durch. Aha. Mhm. Was haben wir denn da, bitteschön? Aha. Eine wunderbare Kiste mit Mana. Müssen wir natürlich nutzen bei der V-Blocksback. Hallo? Kann ich auch bitte sehen, wo es. Alter, das ist doch. Das ist manchmal dann voll mies, wenn das Game so drauf ist. Geht doch. Jetzt. Bam! Geht doch. Geht doch. Und schon wieder ein Level up. Okay, das heißt, wir sind auf jeden Fall underleveled. Sonst wird es nicht so schnell gehen, würde ich mal behaupten. Sonst würden wir nicht so viel, krass viel XP bekommen, glaube ich. Gehe ich mal von aus. Dann springe ich schon so krass es geht, ne? Aha. Irgendwie Hauptsache trotzdem gesaved, das ist das Wichtigste.
Das ist gestorben. Ich habe mir fast schon gedacht, dass ich mir trotzdem holen kann. Oh, das war knapp. Hätte auch richtig schief gehen können. Das war sozusagen. Ja, das war richtig gut von mir. Jump'n'Run. Ist da irgendwas Spezielles? Oh, wen haben wir denn da? Clara Luft. Ach, ihr betritt also auch Archäologie? Schon als kleines Mädchen habe ich davon geträumt, ein gewisses Geheimnis der Magie zu enthüllen. Man nennt es die Anomalie. Wenn ich die Anomalie finde, ist mir internationales Ansehen sicher. Aber da ich nicht weiß, wie sie aussieht, bleibt mir vorerst nichts anderes übrig, als weiterzusuchen. Alter Schwede, ist die einfach hier... Einfach hier chillt. Chillt ihr einfach. Aha. Doch so. Kann ich so durch. Noch weiter. Oh, meine Fresse. Wieder runter. Oh, und dann darüber. Ach du Scheiße, das ist ein ganzes... Oh. Das ist fast schon so wie Lara Croft, glaube ich. Ich habe das noch nie wirklich gespielt, aber vom Stil her sehr ähnlich. Dann... Was? Das ist doch voll mies. Hä? Runter, darüber. Nicht, dann geht's darüber. Dann geht's da. Ach, und dann geht's ganz. Okay. Was jetzt? Ah, scheiße. Ah, ich muss es am besten am Stück machen. Dann mache ich gar keine Fehler, glaube ich. Dann kann ich das nur meistens in Kombos auslösen. Wenn ich es dann schon kenne. Ah. Dann muss ich doch da drum herum. Ich wusste nicht ganz, ob man da nicht unten drunter anstößt, aber anscheinend schon. Ah, von ganz links, genau. Anstatt so einen geilen Sprung zu machen, muss ich ja gar nicht. Muss ja auch nicht angeben an der Ordnung mit irgendwelchen komischen Sprüngen, die gar keinen Sinn ergeben. So, jetzt darüber. Mal darüber. Nochmal darüber. Du bist doch so... Du bist so beschränkt, Mio. Du bist so beschränkt in deinem Denken. Das ist einfach traurig. Einfach nur traurig, sage ich dazu nur. Darüber. Wieso habe ich das denn beim ersten Mal so gut hinbekommen? Und jetzt, also als ich soweit war, warum ich das denn so gut hinbekommen? Und jetzt, wo ich ein paar Mal probiert habe, nicht mehr. Na geht doch. Danke. Absaven. Was ist das? Oh! Oikon-Erz! Ah. Macht ihr solche Geräusche? Keine Ahnung. Oh, Geld. Die machen solche... Ah, und ich kann die wahrscheinlich nicht... Genau. Das ist hier ein bisschen Jump'n'Run-Skill, Mann. So. Mal sehen. Da haben wir noch einen Save-Point. Genau. Ist genau perfekt.
Nach meinem Geschmack. Dann sage ich doch mal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart. Bei Let's Play Evoland 2. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank und ciao.